Es war ein grosser Tag gestern für den Obdachlosen Martin Giger. Der 51-Jährige hat auf Tele Zürich das Wetter moderiert. Das ist ein Teil einer europaweiten Kampagne für Obdachlose. Mit seinem sympathischen und souveränen Fernsehauftritt ist Martin Giger quasi über Nacht zum Promi geworden. Was er für Reaktionen bekommen hat, im Bericht von Jonas Bischof. Es schneit auch am Morgen. Es schneit weiter. Und zwar ziemlich viel. Nach seinem Auftritt gestern im Fernsehen als Wettermoderator ist Martin bereits heute wieder von außen unterwegs. Tele Zürich trifft den Obdachlosen am Mittag beim Treffpunkt Tag für Alkoholabhängige. Hoi Martin. Dali, hoi. Wie fühlt sich als Berühmtheit? Super. Sprechen die alle drauf an? Ja, definitiv. Drinnen im Warmen zeigen wir ihm seinen Auftritt nochmal. Normalerweise ist er als Obdachloser jemand, der die Leute in den Weg schaut. Doch jetzt wird er überall angesprochen. Im Tram, ja. Hey, ich habe sie gestern im Fernsehen gesehen. Ja. Nein, okay. Das ist mir auch bewusst worden. In der Wettersendung macht Martin auch Werbung für das Hilfswerk vom Pfarrer Ernst Sieber. Der sieht den Auftritt von seinem langjährigen Schützling heute zum ersten Mal und hat Freude. Wir könnten den gerade anstellen, weil er hat eigentlich die Wetterlage, also klimatisch geschildert und zugleich eingepackt, was so entscheidend ist, nämlich der soziale, gesellschaftliche Bezug hergestellt. Also denkt ab und zu mal an uns. Nicht nur der Martin, sondern Obdachlose aus ganz Europa haben bei der Aktion mitgemacht. Da zum Beispiel in Rumänien oder auch im russischen Fernsehen. Entwickelt hat die Idee die Werbeagentur Saatchi & Saatchi. Ja, ein Obdachloser kann am besten darstellen, was das heisst, bei minus 10 Grad draußen zu schlafen, was für Probleme und was für Leiden, dass man hier durchgeht, viel besser als alle anderen auch. Und das ist der Grund. Super Geschichte. Der Martin hat Freude an seiner gestrigen Wettermoderation und ist stolz darauf. Wichtig ist ihm, dass er für seinen Auftritt keinen Lohn verlangt. Das wollte ich nicht. Nein, nein, das wollte ich nicht. Weil ich mache das für uns. Dass die Leute sehen, wir sind anständige Leute im Grundsatz. Und einfach, dass man ein bisschen kehren kann. Die Aktion soll jetzt auch in Deutschland, in Belgien und in 4 weiteren Ländern durchgeführt werden. Trotz seinem Fernsehauftritt will Martin bescheiden bleiben. Er sagt, er will sein Leben eigentlich genauso weiterführen wie bisher. Für Tele Zürich, Jonas Bischof.